Willkommen zurück. Wir schauen noch ein größeres Thema an, aber nur ganz kurz, Branches. Im Verlauf des Moduls werden Sie es wahrscheinlich noch tiefer kennenlernen, aber jetzt mal für den ersten Einstieg genügt es, das ganz kurz anzuschauen. Bisher haben wir mit Git vor allem linear gearbeitet. Das heißt, ein Commit folgte auf den anderen, es gab eine Zeitachse, die ging immer nur vorwärts, es gab keine weiteren Verzweigungen. Git verwenden wir aber eben, weil es in der Regel nicht so einfach ist in der Softwareentwicklung. Weil man in der Softwareentwicklung eben in der Regel an mehreren Sachen gleichzeitig arbeitet. Gerade wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten oder an einem Repository, dann werden die wahrscheinlich in der Regel nicht am gleichen arbeiten. Das ist der Zweck, dass man mehrere Leute hat an einem Projekt. Und jetzt mit sogenannten Branches kann man dieses Modell eben besser abbilden auf ein Versionskontrollsystem. Und das Beispiel, das ich hier kurz erklären möchte, ist ein lange andauerndes Refactoring. Was ein Refactoring ist und warum man das macht, das erkläre ich dann im weiteren Verlauf des Moduls. Einfach ganz kurz, wenn Sie ein Refactoring machen, verändern Sie den Code, um diesen besser zu strukturieren, um diesen besser lesbar zu machen, aber ohne die grundlegende Funktionsweise des Codes dadurch zu ändern. Und so ein Refactoring kann eben sich über eine längere Zeit erstrecken. Ein einfaches Refactoring ist, Sie benennen vielleicht irgendeinen Funktionsnamen um oder Sie benennen eine Klasse um. Das sind einfache Sachen und mit der Entwicklungsumgebung wird das eigentlich recht schnell durchgeführt. Größere Refactorings, Architekturänderungen können aber sehr lange dauern, sind nicht einfach zu machen und erstrecken sich eben über eine lange Zeit. Stellen Sie sich bitte folgendes Beispiel vor. Sie arbeiten an einem Refactoring, sind seit einer Woche dran und weil Sie das Konzept von Branches nicht kennen, können Sie kein Commit machen, weil Ihre Änderung noch nicht fertig ist. Und ein Commit soll man erst dann machen, wenn eine Änderung fertig ist, zumindest im Master Branch, weil diese soll stabil sein, dort drin soll quasi der Release abgebildet werden. Also die Version der Software, die released werden soll oder releasebar sein soll. Jetzt arbeiten sie an ihrem Refactoring, sind voll drin und auf einmal kommt irgendein Chef und sagt, ich habe ein kleines Problem. In unserer Webanwendung, der sie arbeiten, gibt es ein Feld, das den wir als Birthdate bezeichnet. Und offenbar soll das nicht als Birthday bezeichnet werden, sondern als Date of Birth. Das ist die offizielle, korrekte Bezeichnung, die überall drin sein muss. Könntest du diese Änderung bitte machen? Und ich brauche es in 5 Minuten, bitteschön. Ja, was machen Sie jetzt? Haben Sie Ihre angefangenen Refactoring-Änderungen? Sie können diese nicht committen, Sie haben Teile vielleicht schon gestaged, jetzt ist es richtig mühsam. Was Sie jetzt machen könnten, das Repository noch einmal klonen, an einen anderen Ort hin, dort die Änderung machen, dann pushen und hoffen, dass dann zu keinem Konflikt kommt, wenn Sie Ihr Refactoring fertig haben. Das ist aber recht umständlich. Oder Sie könnten Ihr ganzes Refactoring resetten, zurücksetzen, alles wegwerfen, die kleine Änderung machen und noch einmal von vorne anfangen. Und das ist sehr schade, weil Sie dann sehr viel Arbeit verloren haben. Und darum gibt es so etwas wie Branches, was Ihnen ermöglicht, an mehreren Sachen gleichzeitig zu arbeiten. Also egal, ob jetzt eine Person an 2 Sachen arbeitet oder mehrere Personen an verschiedenen Sachen arbeiten. Und das Ganze habe ich Ihnen grafisch etwas aufbereitet. Hoffe, man kann es erkennen. Also stellen Sie sich vor, Sie arbeiten hier am Master. Hier wird einfach immer etwas gearbeitet und grundsätzlich nach jedem Commit ist der Master releasefähig. Also funktioniert, Sie können es releasen jederzeit. Und jetzt, Sie machen aber ein Ihr längeres Refactoring. Und statt, dass Sie einfach das im Mastering machen, das Refactoring, verzweigen Sie hier, den Befehl lernen wir nachher kennen, also git checkout-b, Refactoring, erstellt einen neuen Branch. Und jetzt haben Sie quasi eine Verzweigung und hier können Sie in Ruhe arbeiten, ohne die anderen zu stören oder ohne durch die anderen gestört zu werden. Und wenn jetzt hier Vorgesetzter kommt, also wir werden jetzt hier, Sie haben Ihre Zwischenstände immer schön committed, also nach einem, nach gewissen Änderungen, auch wenn Sie es vielleicht nicht kompiliert oder wenn Sie es vielleicht noch nicht
richtig funktioniert. Es kann einfach Zwischenstände festhalten, das beeinflusst den Master nicht. Und jetzt kommt eben Ihr Chef und sagt, ich müsste eben dieses Feld umbenannt haben, von Birthday zu Date of Birth. Jetzt sagen Sie, okay, kein Problem, das kann ich machen. Sie lassen den Branch hier, also Sie committen vielleicht einen Zwischenstand und jetzt wechseln Sie zu diesem Branch zurück. Und das geht mit Git eben extrem schnell. Und das ist auch der Grund, warum Linus Torvalds eine neue Versionskontrolle entwickelt hat. Weil das Springen von einem Branch zum anderen bei anderen Versionskontrollsystemen extrem mühsam und langsam war. Mit Git können Sie einfach von diesem Stand in diesen rüberspringen. Und jetzt können Sie da Ihren kleinen Hotfix machen, das Feld umbenennen, Commit und dann zurückgehen zu Ihrem Refactoring. Sie haben nichts verloren, geht alles wunderbar. Und wenn Sie mit Ihrem Refactoring dann einmal fertig sein sollten, können Sie das hineinmergen in den Master. Vielleicht gibt es einen Konflikt da, wenn Sie das Feld auch hier angefasst haben. Wenn es keinen gibt, geht es sehr einfach. Und dann ist das wieder zusammengeführt und Sie können gemeinsam weiterarbeiten. Das ist ganz grob die Idee von Branches. Schauen wir das mal befehlsmäßig an. Am einfachsten erzeugen Sie einen neuen Branch, indem Sie den Befehl Git Checkout verwenden, den kennen wir schon, aber jetzt mit dem Parameter -b. Das heißt, Sie wollen einen neuen Branch erstellen und zwar mit einem bestimmten Namen. Also Git Checkout -b Refactoring, damit erstellen Sie den Branch namens Refactoring und aktivieren ihn sogleich. Wenn Sie dann Git Branch eingeben, neuer Befehl, sehen Sie, Sie haben den Master und das Refactoring, also zwei Branches, aber der mit dem Stern vorne ist derzeit aktiv. Also Sie arbeiten jetzt auf dem Refactoring Branch. Jetzt wollen Sie eben zurückwechseln auf den Master, um vielleicht einen kleinen Hotfix zu machen. Git Checkout Master, können Sie dort weiterarbeiten. Oder wenn Sie mit dem Refactoring fertig sind und Sie sind jetzt im Master drin, dann sagen Sie Git Merge Refactoring. Damit ziehen Sie die Änderung aus dem anderen Branch in den aktuellen Branch hinein. Also Refactoring wird nun zum Master hineingemerged. Und alle Commits, die Sie auf dem Refactoring-Branch gemacht haben, werden hier nun nachgespielt. So, Aufgabe 13, das versuchen wir jetzt gleich einmal. Erstellen Sie einen neuen Branch namens Experiment. Git checkout-p Experiment. Das scheint geklappt zu haben. Switch to New Branch Experiment. Ich gehe nochmal Git Branch ein, sehe da, ja, tatsächlich. Nehmen Sie eine Änderung daran vor, welche Sie auch committen. Also haben wir da zum Beispiel nano bar.txt. Füge da foo hinzu, Ctrl-X, speichere es, git add bar. Zeige mal den Zustand an. Notified bar ist keine besonders sinnvolle Message. Okay, habe ich vorgenommen. Drittens, wechseln Sie nun in den Branch Master zurück. Git Checkout Master. Bin ich da zurück? Git Branch. Zeig mir das an. Ich bin auf dem Master zurück. Viertens, fügen Sie die Änderungen aus dem Branch Experiment nun mit dem Master zusammen. Also ich ziehe die Änderungen nach. Git Merge Experiment. Und sehe jetzt da, der Commit wurde hier durchgeführt in meinem Master. Finden Sie den Commit auf Experiment in der Ausgabe von Git Log wieder? Ja, Modified Bar habe ich gerade vorhin gemacht. Also dieser Commit existiert auch in meinem Branch. Hier beim Mergen gibt es ganz verschiedene Varianten. Da könnte man auch wochenlang darüber reden, wie man Branches verwaltet und so weiter. Ich wollte Ihnen nur einmal den Mechanismus zeigen. Und das sollte fürs erste Mal genügen für Git Branches. Wie man es in der Praxis verwendet, sehen wir dann im weiteren Verlauf des Moduls noch. Also bin gleich zurück mit dem nächsten Befehl.